Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei mir bei Tinas kosmischen Wochenschau mit den Karten für die Woche vom 10. bis zum 16. Juli 2023. Und ich habe auch noch ein paar Orakeldecks mitgebracht, und zwar das Engel-Tarot von der Doreen Virtue und das Universum schenkt dir alles. Und ich habe auch noch die Eulen der Glückseligkeit mitgebracht. Und da schaue ich gleich mal, was da noch für Zusatzbotschaften kommen möchten, zusätzlich zu den Lenormand-Karten, die ich hier liegen habe. Es ist die Sonderedition. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest eine gute Woche. Und freust dich jetzt auf das sonnige Wochenende. Zumindest soll es hier bei uns in der Region dieses Wochenende sehr sonnig werden. Ich bin doch schon erstaunt. Letzte Tage hat das hier noch gestürmt, aber wie und geregnet von Himmel hoch und waren so 14 Grad. Und heute sollen es 29 Grad werden. Strahlend blauer Himmel. Ja, das ist schon zu beobachten, wie so das Wetter ist, finde ich schon echt interessant. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dir geht es gut. Und ich denke, ich starte mal hier direkt durch. Und du weißt, es ist ein kollektives Reading. Also das, was jetzt hier sich für die Woche zeigen will, kann, muss aber nicht für dich stimmig sein. Ja? Ich werde jetzt hier mit dem Engel-Tarot mal so eine Überschrift, eine Gesamtenergie springen lassen. Und ja, mal schauen, was so dann diese Energie mit uns auf den Weg geben möchte für die kommende Woche. Ja, die kann man unheimlich schlecht mischen. Die sind echt groß und auch sehr kompakt. Ne? Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier gebacken kriege. Ne? Muss ich mal so machen. Ja, mache ich lieber so. Also für die kommende Woche hätten wir da gerne eine Überschrift, eine Energie, eine Botschaft, wie auch immer, von den Engeln. Ich habe da auch einen ganz süßen Engel stehen. Das ist die Florentin. Ich glaube, Florentin war das. Hat mir meine Freundin diese Woche geschenkt. Ich hatte für sie die Blumen gegossen. Und wie passend, ne? Einmal ein Danke-Stäbchen. Und dann habe ich hier die Florentin dazu bekommen. Ne? Die ist echt total knuffig. Passt auch hier von den Farben her bei mir sehr gut ins Wohnzimmer. Total knuffig ist die. Und dann auch hier die blonden Haare. Ne? Ja, süß. So, ich bin jetzt ganz bei euch. Also, eine Karte bitte. Ups, oh, das war zu viel. Eine Gesamtenergie, eine Botschaft, ein Thema für die Woche vom 10. bis zum 16.07. Für meine Zuschauer, für diejenigen, die hier rein zufällig reingeschaltet haben, hallihallo. Und da zeigt sie sich auch schon. Upsala. Ritter der Luft. Das ist im klassischen Tarot Ritter der Schwerter. Luftenergie ist Denken. Ja? Es geht hier halt auch eventuell bei dir um ein Luftzeichen. Kann, muss nicht sein, obwohl die Ritter Stimmungen verkörpern. Ich schau mal, was hier drauf steht. Also intelligent, entscheidungsfreudig, idealistisch, unermüdlich. Ereignisse, die in schneller Abfolge stattfinden. Nimm dir Zeit, um deine Optionen sorgsam zu durchdenken. Kreative Lösungen. Ja, also im klassischen Tarot sieht die Karte echt wilder aus. Hier sieht sie schon nochmal echt romantisch aus. Hat auch sehr gute Aussagen, finde ich. Ja. Und vor allen Dingen halt auch die Entscheidungsfreudigkeit, die hier dabei liegt. Ja. Und ja, Ereignisse werden sich schnell zeigen. So ist der Ritter der Schwerter, Ritter der Luft. Der ist so, ja, der ist sehr, sehr schnell unterwegs. Vielleicht kennst du auch diese Karte im klassischen Tarot. Und eben halt, weil hier auch etwas sehr rasch kommen will, ist hier auch der Hinweis für dich,
Nimm dir Zeit, um deine Optionen sorgsam zu durchdenken, ja. Mir kommt gerade so ein Spruch, da gibt es doch so einen Spruch, hast du es eilig, fahre oder gehe Umwege oder irgendwie so, ja, das kommt mir jetzt hier in den Sinn. Also nicht zu vorschnell unterwegs sein. Ja, da besteht dann halt auch wirklich die Gefahr zum Stolpern und eben halt auch hinterher kommt eventuell das Erwachen, ach, hätte ich es doch mal anders gemacht, ja, und ich wäre eben halt nicht so schnell unterwegs gewesen. Ich finde, diese Karte gibt schon gut Aufschluss für die kommende Woche. Okay, schauen wir uns das hier nochmal im Einzelnen an. Was möchten die Lenis noch dazu sagen? Für die kommende Woche. Sieht ja irgendwie halt ein bisschen halt, kommt mir so eine Hektik rüber. Hauptsache, du lässt dich davon nicht anstecken. So. Karten laufen gut. Ja, die sind sehr flüssig. Okay, dann starte ich mal direkt durch. Da haben wir das Herz als erstes, die Mäuse, die Fische, der Fuchs, okay. Der Baum, das Buch, das Haus, die Dame und der Bär. Also, was kann ich schon mal sagen? Du bist hier die Dame, die 29, egal ob Frau oder Mann. Ja? Du hast dich also hier schon mal selber in diese Legung für die kommende Woche gelegt. Ich meine, klar, man ist immer selber gefragt, aber wenn man selber in so einer Legung hier, in so einer kleinen, kurzen Legung erscheint, dann ist das hier irgendwie so eine besondere Wichtigkeit. Ja, dann bist du irgendwie besonders gefragt. Du bist auch sehr präsent dann, ja? Okay, dann schaue ich erstmal, was hier unterm Deck ist. Das ist sehr schön. Da haben wir das Kind, da haben wir das Spielerische, die Neugier, das es gibt hier einen Aufschwung, etwas Neues, einen Neubeginn, sagt das Kind, ja? Schritt für Schritt darfst du vorgehen. Das passt schon mal sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, zum Ritter der Luft, ja. Also dieses Kind ist nicht so schnell unterwegs, ja. Das macht eben halt kleine Schritte und das könnte eben halt auch hier für dich der Hinweis sein. Mach kleine Schritte, sei erstmal neugierig und aufgeschlossen. Und schau erstmal hin, was da jetzt eben halt so auf dich zukommen will, ja. Auf den ersten Blick im Übrigen habe ich hier nichts erstmal so von Entscheidungsfreudigkeit liegen. Ja, muss ja auch nicht, aber mir kommt eben halt der Ritter der Luft ja als Überschrift natürlich hier entgegen. Aber ich steige ja halt auch noch tiefer ein und vielleicht hat sich ja eben halt das Entscheidungsfreudige irgendwo halt auch in dieser Legung versteckt. Na? Okay, aber wir haben auf jeden Fall die Herzenergie hier als erstes liegen. Ja, das ist ja sehr, sehr schön. Hier geht es eben halt darum, mit der Frage vielleicht, wie würde dein Herz in dieser Situation entscheiden? Da habe ich das Wort schon. Was würde dein Herz als nächstes tun? Ja, was würde die Liebe sagen, fragen, tun? Ja, das habe ich hier so als Hauptenergie liegen. Ja, ich habe als erstes hier die Mäuse mit Fisch und Fuchs hier liegen. Ja, die Mäuse vermehren die Kombination von Fische und Fuchs. Die Fische, das kann das Thema der Finanzen sein, weil die Fische oft diese Thematik symbolisieren, aber auch das Thema der Wertschätzung und des Selbstwertes. Ja, und da hier Fische und Fuchs ist und der Fuchs, der gibt immer den Hinweis, schau mal da genauer hin, eben halt zu dem Thema Finanzen, zu dem Thema Selbstwert, Wertschätzung, aber eben halt auch etwas fließen zu lassen, ja, und nicht hier so im Galopp etwas zu entscheiden, vorwärts zu gehen,
sondern eben halt auch, wie die Karte auch sagt, intelligent vorzugehen und erstmal dir deine Optionen anzuschauen und dir Zeit zu nehmen. Und Zeit zu nehmen, sagt ihm halt auch hier der Baum schon. Ja? Der Baum ist, spricht von Ruhe und Geduld und Abwarten und wie gesagt erstmal neugierig sein. Ja? Und du darfst dir schon auf jeden Fall dieses Thema der Finanzen anschauen. Oft ist es eben halt so, wenn es da ein finanzielles Thema gibt, ja, wenn man da tiefer einsteigt, hinter die Kulissen schaut bezüglich dem finanziellen Thema, geht es eben halt auch oftmals darum, um das Thema des Selbstwertes, ja. Und da darfst du bitte genauer hinschauen. Das scheint jetzt in der kommenden Woche mehr Thema zu sein. Ich wollte es eigentlich anders sagen. Das scheint in der kommenden Woche vermehrt wichtig zu sein, da hinzuschauen. Ja, weil die Mäuse hier mit der Mehrseite zu dieser Kombination ist. Also ist das jetzt, darfst du das mehr in den Fokus setzen. Hier geht es ja halt auch mit dem Herz um deine Selbstliebe. Ja. Selbstliebe, Wertschätzung, ne? Passt also sehr gut zusammen. In Verbindung eben halt mit dem Buch stellt es hier eine Prüfung dar, ja. Und das Buch spricht eben halt davon, also es gibt Aufgaben im Leben, das bringe ich dann oftmals in Verbindung mit dem Kreuz. Hier hat sich das Buch eben halt da reingelegt, das ist eben halt, wie gesagt, die Prüfung. Es werden einem Aufgaben gestellt und je nachdem, wie du diese Aufgabe, diese Lebensaufgabe, Thema bewältigt hast, ja, kommt immer wieder mal dieses Thema eben halt auf dich zu und du quasi wirst du da drin geprüft, eben halt etwas nochmal genauer dir anzuschauen oder eben halt auch etwas anders zu machen. Ja, das Kind spricht ja eben halt auch etwas davon, etwas anders zu machen in dieser Situation, die da sich in der kommenden Woche zeigen will oder dieses Thema, was sich in der kommenden Woche zeigen will. Und da stelle ich mir immer so vor, dass die Engel oder die geistige Welt oder daran, wo du eben halt glaubst, was so zwischen Himmel und Erde ist an Energie, ja, die dann eben halt sagen, wie viel hast du jetzt schon von diesem Thema begriffen? Bleibst du wirklich eben halt bei dem, was du da gelernt hast in Bezug eben halt auf Wertschätzung und Liebe und etwas auch mit in Liebe zu sehen, ja? Mir kommt gerade, warte mal eben. Ich hatte gerade noch was anderes. Genau, dass du dir eben halt auch bewusst wirst, du bist es wert, geliebt zu werden. Ja, du bist es wert, geliebt zu werden. Und das scheint irgendwie ein Vergangenheitsthema von dir zu sein. Ja, da haben wir auch nochmal die Ursprungsfamilie dabei. Dann wäre ich auch nochmal bei der Kindheit, ja, wo es eben halt in der kommenden Woche nochmal so darum gehen kann, ja. Also du bist es wert, geliebt zu werden und da darfst du eben halt genau hinschauen und ob eben halt du in einer bestimmten Situation eben halt tatsächlich gewertschätzt wirst, ja. Ja, ich habe ja hier noch eine Personenkarte dabei. Der Bär ist in einer privaten Legung eine männliche Person. Es ist nicht die Hauptperson, ja, da müsste dann der Herr liegen, aber hier liegt der Bär für eine andere männliche Person, ist aber auch die Eigenschaft, ja. Das spricht hier halt auch davon mit dem Buch und dem Bär, ja, zu dir zu stehen, das untermalt, unterstützt nochmal die Aussage, die ich gerade schon getätigt habe, ja, eben halt den Mut und die Stärke zu haben und das Selbstvertrauen eben halt zu dir zu stehen. Darum geht es. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit
zu lange geschwiegen zu dem, was nicht so gut läuft in deinem Leben oder gut läuft in dieser Situation. Ich will das nicht so ganz global machen. Hier geht es letztendlich halt auch um eine Woche und nicht um irgendwelche Jahre. Ja, aber dieses Thema kann schon dich Jahre begleiten. Das Thema der Selbstliebe sowieso. Das hat man nicht von heute auf morgen mal, da ist die Selbstliebe da. Und auch das Thema des Selbstwertes. Das ist auch nicht gerade mal von heute auf morgen erledigt, ja. Da scheint es, oder so wie es meine Erfahrung sagt, hat man sich dieses Thema eben halt schon oft halt angeschaut. Hier geht es aber irgendwie darum, ja, dass etwas ausgesprochen werden darf. Ja, du hast da eben halt auch zu lange geschwiegen. Falsches Schweigen habe ich eben halt hier liegen. Und hier ist so die lange Zeit dabei. Die Vergangenheit liegt hier auch, also mit dem Baum spricht das eben halt auch von der Vergangenheit. Und du hast da zu lange etwas für dich behalten. Und da geht es eben halt jetzt darum, in die eigene Sicherheit zu kommen und zu dir zu stehen. Und womöglich, wie soll ich mal sagen, eben halt etwas auszusprechen, ja. Wenn ich hier so das Schweigen liegen habe, dann kommt mir eben halt das Pendant des Öffnens entgegen. Zumal ich eben halt hier habe auch falsches Schweigen. Das Schweigen wäre nicht richtig, so kann ich es auch sagen, ja. Sehe ich das hier eben halt für dich als Wichtigkeit in der kommenden Woche, ne? Mit dem Baum und dem Haus in Verbindung halt auch hier eventuell mit einem Vater, Mutterthema, ja, geht es hier eben halt auch für mich, wie ich gerade auch schon sagte, um die Kindheit, ja. Vielleicht bist du da schon, durftest du früher schon etwas irgendwie nicht sagen, da ist ja der Mund verboten worden, wie auch immer, ja, das nehme ich hier eben halt schon wahr. Da ist natürlich dann halt auch eine Prägung entstanden aus der Vergangenheit und da hat sich dann halt auch ein Bild dir geprägt, was Liebe bedeutet, ja, durch die Eltern, die ja da Vorbild waren und wie haben die sich gegeben, wie waren die beiden zueinander. Denn ich nehme hier wahr, mit dem Fuchs, dem Herz und dem Haus, ja, hier haben wir mit dem Haus eben halt die Familie, die Ursprungsfamilie, aber ich habe hier halt auch das Thema oder ein weiteres Thema der Eifersucht hier liegen, ja. Vielleicht hast du dich da in der Vergangenheit, wie gesagt, in der Kindheit nicht gesehen gefühlt, eben halt auch nicht gewertschätzt gefühlt, auch nicht geliebt gefühlt, ja, das ist gut möglich. Und heute bist du aber erwachsen und deswegen finde ich es auch nochmal großartig, dass du dich hier mit in die Legung gelegt hast. Man kann eben halt auch sagen, hier die erwachsene Person, da das kleine Kind, das bist du jetzt wie gesagt nicht mehr, das kleine Kind. Und hier möchte so eine Prägung aus der Familie eben halt auch gehen. Und wenn da eben halt so eine Situation kommt, dann ist es jetzt so, dass du ja zu dir stehen darfst und dich zeigen darfst und dich äußern darfst, ja. Eifersucht, da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, ne? Eifersucht, wie war das noch? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht und Leiden schafft. Ja? Ja, vielleicht möchtest du dich da nochmal so, wenn das bei dir zutreffen sollte, mit dem Thema der Eifersucht auseinandersetzen. Eifersucht entsteht ja halt auch da. Erstmal ist das eine niedrige Schwingung. Ja, Eifersucht ist eine niedrige Schwingung. Und
Wenn du Eifersucht spürst, dann hat es eben halt auch hier mit dem Selbstwert und der Selbstliebe zu tun, was jetzt, wie soll ich mal sagen, wachsen will, ja, weil der Baum spricht ja auch von Reife und Wachstum und eben halt auch hier noch mal etwas dazu zu lernen, dass das eben halt ein Vergangenheitsthema von dir ist, du aber hier schon auf dieses Thema, wie soll ich mal sagen, auf das Thema Eifersucht, Selbstliebe etc. ja schon geschaut hast. Aber irgendwo kommt mir so rüber, als wenn hier nochmal so ein Feinschliff ist, ja, dass man sich auch nochmal so diese Frage stellen kann, ist das eben halt wirklich so, ist dieser Grund berechtigt, eifersüchtig zu sein oder bin ich tatsächlich nicht wertgeschätzt worden? Der Fuchs sagt ja, schau dahin, kann nämlich halt auch der Umkehrschluss sein, vielleicht bist du gewertschätzt worden, hast das aber gar nicht so gespürt, ja. Und da schlummert ja eben halt etwas von Misstrauen in dir, ja, sodass du eben halt auch dir dieses Thema Misstrauen, Eifersucht und so weiter, das sind also wirklich mehrere Themen hier anschauen darfst. Und das heißt für mich mit der Gesamtenergie, mit dem Ritter der Luft, bevor, also hier habe ich gar keine vorschnelle Karte liegen, ja, aber wenn dir dieses Gefühl eben halt aufkommt, dann eben halt innezuhalten und dich dann echt zu fragen, woher kommt das? Was habe ich mir da angeschaut oder was habe ich mir vielleicht noch nicht angeschaut? Wo gibt es da eben halt vielleicht ein Männerthema, ein Vaterthema, Mutterthema? Ihr müsst euch das bitte immer drehen. Wo ist aber auch das Thema mit dem Bär? Wo will ich unbedingt was so haben, wie ich es haben will in der Liebe, ja? Und ich habe das extra so eindrücklich gesagt, weil der Bär kann auch ganz schön aggressiv werden. Der hat auch eine Wut in sich, eine unheimliche Aggression. Ja, also das sind aber deine Gefühle, die du dir dann anschauen darfst, ne? Und da liegt dann eventuell noch bei dir etwas im Verborgenen, ja? Was ich aber schön finde, ist, du drehst dir ja schon hier so einen Rücken zu. Also das Thema scheint ja auch nicht unbekannt zu sein, ja. Du schaust aber hier in Baum und Haus, also direkt sogar in das Haus hinein. Da liegt eben halt aber auch die Selbstsicherheit, da liegt eben halt auch noch alte Muster, Strukturen, ja, die jetzt aber gehen wollen. Unter den Mäusen liegt der Baum mit dem Haus, also da die Prägung, Strukturen und das, was schon lange in dir rührt, ja, dieser Mangel, der da in dir rührt, dieser mangelnde Selbstwert, der jetzt aber mehr werden möchte, ja, wo du aber auch was dazu da beitragen kannst, ja. Das sehe ich hier schon hier mit einem guten Fundament. Also ich sehe hier Gott sei Dank halt auch mit dem Haus nicht so dieses Lossausen. Wenn da jetzt der Reiter liegen würde, hätte ich gesagt, na, so doppelter Hinweis, ne? Denk daran, bitte nicht loszusausen, sondern hier erstmal zu planen, zu sortieren und zwar dich selber zu sortieren, ja, und zu schauen und vielleicht wirklich aufzuschreiben, woher kenne ich das? Und das Gefühl kommt, habe ich schon lange in mir, ja. Also ich hatte ja zu Beginn dieser Legung gesagt, du liegst hier nicht umsonst, ne? Also präsent, du bist präsent, du bist gefragt, aber irgendwie halt auch so eine Innenschau zu betreiben, ja. Eben halt zu schauen, was gehört denn da jetzt halt zu mir. Ich habe auch zwei Geduldskarten, der Baum sowieso. Das Buch spricht eben halt auch von etwas, was ja von Geduld und von noch nicht spruchreif womöglich, eben halt, wie ich da auch schon sagte, jetzt nicht loszusausen. Die Karte sagt schon, da können eben halt schnell die Ereignisse in der kommenden Woche sich zeigen. Aber wie ich auch gerade schon mit dem Spruch sagte, ja, wenn die Ereignisse da schnell auf dich zukommen, dann heißt es eben halt, Geduld zu haben und wie ich vorhin das mit den Umwegen gesagt habe, diesen Spruch, ne? Und würde mich auch nicht wundern, wenn du auch ausgebremst wirst vom Außen, ja? Zum Beispiel, du stehst dann im Stau, ja? Oder etwas kommt nicht rechtzeitig an.
Und also in irgendeiner Form wirst du ausgebremst. Das kann eben halt auch sehr gut sein, wenn die geistige Welt, die Engel eben halt spüren, hey, bist aber hier flott die Karotti unterwegs hier, ja? Also hier, du brauchst dich jetzt hier nicht aufbäumen, ja? Bringt dir sowieso nichts, sondern mach Piano, ja? Genau. Jetzt lasst mich nochmal eben kurz reinspüren. Es geht auf jeden Fall um eine Wiederholung. Das ist das, was ich schon sagte. Ja, das Thema oder diese Situation ist dir nicht unbekannt. Und die Engel wollen dich in diese Richtung drehen, schubsen, ja, dass du nicht mehr eine weitere Runde gehst. Ja, also raus aus diesen Kreisläufen. Du sollst etwas anders machen. Du sollst halt auch mehr in diese Leichtigkeit gehen, ja? Und vielleicht halt auch mehr dich emotional zu kontrollieren. Es sind ja immer die Emotionen durch Gedanken, habe ich jetzt schon öfters in den Videos, in den letzten Videos erwähnt. Gedanke löst Gefühle aus, Gefühle löst Gedanken aus, Gedanken lösen Gefühle aus. Was sind das denn für Gedanken? Ritter der Luft, was hast du denn da für Gedanken, die sich im Hals verselbstständigen und dir da Vorstellungen, Kopfkino machen lassen, ja, die dann eben halt letztendlich bei dir schlechte Gefühle eben halt auch auslösen, ja. Also guck dir ganz fein deine Gedanken an, ja. Ja, da ist viel Misstrauen, schwingt hier in dieser Legung noch mit. Also es geht viel hier um Misstrauen, dass man wahrscheinlich sogar vertrauensselig auf dich zukommt, aber dein Misstrauen in dir noch rührt, halt auch hier mit dem Buch, da schlummert noch etwas im Unterbewusstsein. Hier möchten alte Zöpfe abgeschnitten werden, das hatte ich aber auch gerade schon erwähnt, ja, also Prägungen, das nenne ich gerne halt auch, bringe ich auch gerne in Verbindung mit den alten Zöpfen. Es sind tiefsitzende Ängste, die tiefsitzenden Ängste können in diese Richtung gehen. Dass du dich eben halt nicht traust, dich zu öffnen, dich zu zeigen und eben halt das eben halt auch zu äußern, was dir eben halt auf dem Herzen liegt, ja. Es kann aber auch gut möglich sein, dass du nicht so ganz, das meine ich wirklich wertfrei und liebevoll, nicht so ganz das Fingerspitzengefühl hast, etwas rüberzubringen, ja, weil der Bär liegt hier, wie gesagt, der kann auch ganz schön aufbrausend sein, wie ich gerade sagte, oh, ich will das, ne, also, dass du da eben halt lernen darfst, dich so ein bisschen zu zügeln und im Zaum zu halten. Und deine Kommunikation, die darfst du, wenn du dir vornimmst, so, jetzt spreche ich da was an, ich habe da jetzt schon zu lange geschwiegen, dann heißt es, vielleicht machst du dir im Vorfeld ein paar Notizen, so dass du da wirklich so kontrollierter dran gehen kannst, nicht emotional, sondern eben halt sagst, so, das hat mich verletzt. Also das möchte ich irgendwie halt auch nicht mehr. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich kein Vertrauen. Kannst du mir da mal was zu sagen, ja? Oder ich bin so gestrickt, ich habe eben halt da meine Prägung. Ja, da bin ich auch manchmal aufbrausend. Also, dass du auch da was von dir preisgibst, ja? Und wie gesagt, wie so ein Brainstorming machst, so ein bisschen was aufschreibst und quasi eigentlich dein Gespräch so etwas planst, ja? Das kommt dir zugute. Es geht, wenn ich hier tiefer einsteige oder was ich ja gerade mache, geht es in der Tat um dein Denken und Verhalten. Also es geht hier, darum liegst du auch hier im Kartenblatt. Ja?
Es ist so dieses Gefühl, ich bin auch nicht wertgeschätzt worden, das wird auch stimmen. Aber der Fuchs sagt auch den Hinweis, spür da aber auch wirklich gut hinein. Ist das wirklich so? Bin ich da wirklich nicht gewertschätzt worden? Ja? Ist das hier ein Kindheitsthema von dir? Ja, das Thema der Wertschätzung und nicht geliebt worden zu sein oder die Liebe, dass man die Liebe nicht so gezeigt hat, warum auch immer, dass zum Beispiel deine Eltern oder dein Partner ja nicht kann, ja, wertfrei gesagt. Hier möchte tatsächlich in Liebe etwas gesehen werden. Wie ich vorhin schon sagte, wie würde die Liebe das sehen? Wie würde das dein Herz sehen? Was würde die Liebe antworten? Also die Liebe antwortet nicht mit Eifersucht. Hier möchte die Herzenergie wachsen. Hier möchte etwas heilen, weil der Baum auch die Gesundheit anspricht. Hier möchte etwas wieder mehr ins Fließen kommen mit den Ereignissen, die da in der kommenden Woche auf dich zukommen wollen. Ich schau mal, was meinen denn die Eulen? Die Eulen der Glückseligkeit. Was geben die dir denn da noch mit auf den Weg? Was für dich hilfreich sein kann? Da ist schon die erste, die kam ja flott. Und da ist die zweite. Okay, zwei nehme ich. Das ging ja ruckizucki. Ah ja, genau. Zeit mal wieder über die kleinen Wunder zu staunen. Das sind die... Oh, guck mal, das Kreuz liegt noch da drunter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Kreuz liegt auch noch unter dem Kind. Ja, ich sag ja, das ist ja so eine geführte Sache. Ich sag ja, Lernaufgabe, Lebensaufgabe, hier ist die Prüfung dazu. Ja, aber hier, das Kind, ja, guck mal, das findet hier diesen ganzen großen Blumenstrauß am Wegesrand, ja. Zeit mal wieder über die kleinen Wunder zu schauen. Da muss man schon genau hingucken, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja. Sei einfach du selbst. Alle anderen gibt es schon. Ja, das sehe ich auch so. Du bist einzigartig und du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist ein liebevoller Mensch. Ja, vergiss das nicht. Was möchte denn das Universum dir noch schenken? Das Universum schenkt dir alles. Ja, was denn? Für die kommende Woche. Möchte nicht so schnell eine kommen. Universum lässt sich Zeit, damit hier da die richtige Botschaft kommt. Ne? Okay, eine Botschaft bitte. Was schenkst du, liebes Universum? Meinen Zuschauern, meinen Zuschauerinnen, was schenkst du uns? Da. Ich glaube, das sind auch zwei, ne? Jo. Also, da haben wir einmal, ich finde Tag für Tag zu mehr inneren Frieden, indem ich mein Vertrauen auf die Liebe des Universums stärke. Ja, wir haben die Liebe ja in der Mitte liegen, ne? Sprich mit den Engeln, sprich mit dem Universum, sprich mit der geistigen Welt, schau auf Zeichen, ja, und du wirst Antworten bekommen, wenn du eine Frage hast. Du kannst dann auch sagen, liebes Universum, ich hätte gerne zu meiner Situation ein Zeichen und diese Zeichen kommen. Hinschauen musst du, ja. Ich habe das auch schon mal in irgendeinem anderen Video erklärt, dass das Universum sehr kreativ ist, ja, du steigst ins Auto, Radio geht an, bums, der erste Satz, das erste Wort ist deine Antwort. Du hast einen LKW vor dir, ja, stehst im Stau und dann steht da irgendwo was drauf. Irgendwie ein Banner oder wie auch immer, ja.
Also sowas, ja. Du sitzt beim Arzt, zwei Leute unterhalten sich. So ein bisschen bekommt man da was mit, was da gesprochen wird. Hör da genau hin. Was wird da gerade besprochen? Hat das mit einem Zeichen für dich zu tun, ja? Also das Universum ist so kreativ. Du bekommst Antworten. Hinschauen darfst du, ja? So, dann haben wir noch, die muss ich erstmal umdrehen, die ist aber dunkel. Wenn ich Freude zu meiner obersten Priorität mache, werde ich von allen Seiten unterstützt. Die Ideen fliegen mir zu und die Dinge kommen in Bewegung. Ja, auch wenn die Karte sehr dunkel ist, hat die ja eine sehr, sehr positive Aussage, ne? Also, mach die Freude wieder zu deiner obersten Priorität. Na, also es das heißt schon in Gedanken eben halt zu sein, ich bin jetzt mal neugierig und ich gehe jetzt wirklich mal anders um damit. Ja, ich schaue eben halt tatsächlich mal genauer hin und reflektiere. Und woher kenne ich das? Was ist das denn hier für ein Mangel, den ich da habe? Na? Oder was ist das auch für eine Angst, die ich da habe? Na? Und wo kommt die her? Und raus aus dieser Angst zu gehen, ja, und wieder mehr eben halt hier in die Lebensfreude. Und wenn du mehr in diese Lebensfreude gehst, du kennst ja bestimmt auch so diesen Satz, lächelst du einen Menschen zu, du gehst raus und lächelst einen Menschen zu, was begegnet dir dann? Also meistens zumindest, dir wird zurückgelächelt, ja. Klar, gibt immer den einen oder anderen, der lächelt da nicht zurück, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, bist du gut aus dem Herzen heraus, dann ziehst du das eben halt auch an. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja? Okay, ich hoffe, dass ich dir hier hilfreich zur Seite stehen konnte mit dieser Legung für die kommende Woche. Egal, was auf dich zukommt, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ich freue mich über einen Daumen hoch, auf ein Abo von dir. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn du an meine Orakel, an meine Legungen interessiert bist. Ja, ich sage bis dahin alles Liebe für dich, die Tina.